Guten Abend, heute am 30. August 2020. Es ist ein Sonntag, ein sehr regnerischer Sonntag. Und wenn man hier mal rausguckt, dann sieht man, was ich meine. Zum einen regnet es halt aktuell, aber es hat auch schon irgendwie ganz viele Stunden geregnet. Und ja, das ist hier ein riesengroßer Dreckstümpel. Und man ist ganz froh drum, wenn man nicht draußen sich aufhalten muss und hier im Inneren etwas machen kann. Wir haben ja mittlerweile ein Dach über dem Kopf. Und ein Großteil des Regens, des Wassers bleibt jetzt eben draußen, klar, zu den Fenstern oder so. Da kommt schon ein bisschen was rein. Die sind ja noch nicht eingebaut, aber das ist gut genug, um eben nicht nass zu werden. Und um die Fenster soll es auch im Folgenden gehen oder heute in den Abendstunden eben noch ein paar Stündchen. Weitere Vorbereitungen bezüglich der Fensterkontakte treffen, das ist der Plan für heute. Wir hatten in der letzten Session mehr oder weniger hier an den Fenstern im Erdgeschoss gearbeitet. Also diese Fenster hatten wir halt vorbereitet gehabt. Das ging dann, nachdem man das Konzept einmal sich erarbeitet hatte, erstaunlich schnell. Also da ist man dann in so 30 Minuten, 45 Minuten mit einem Fenster fertig. Die Schläuche mit den Anschlussleitungen sind dann schön eingebaut, verschrumpft und hoffentlich auch langfristig eben haltbar, dass man das halt so verbaut, dass man den später warten kann. Das ist zumindest die Idee. Das hatte ich ja in vorangegangenen Videos ein bisschen ausgeführt. Diese Fenster, die hier stehen, sind eben fertig. Das kann man auch daran sehen, dass da jetzt halt seitlich immer Kabel herauskommen. Also immer dort, wo sich nachher der Fenstergriff befinden wird, dort befindet sich auch dieser Verschluss. Und zu diesem Verschluss hin geht halt ein Leerrohr bzw. auch das Kabel innerhalb des Leerrohres. Und in dieser Form, so hoffe ich, kann man die Fenster eben dann verbauen und hat dann eben Zugang zu den Fensterkontakten auch im Nachgang noch. Die weiteren Fenster, also da stehen halt noch die, vor allem die großen Fenster hier für diese Öffnung hier im Erdgeschoss. Die stehen noch draußen tatsächlich, sind gerade ein bisschen mit einer Plane abgedeckt, wie man sehen kann, und Spanngurten. Und den werde ich mich widmen in den folgenden Tagen. Da brauche ich immer ein bisschen Hilfe, um die halt zu bewegen, aufzubocken und so weiter und so fort. Was ich mir heute vorgenommen habe, sind die drei Fenster im Kellergeschoss. Auch die sind etwas größer als jetzt hier zum Beispiel die kleinen Fenster, die sind zweiflügig, sind aber nicht ganz so hoch und lassen sich dann doch noch ganz gut handeln, auch alleine bzw. halt zu zweit. Wir hatten die gestern soweit vorbereitet, auch Vorbereitungen an den Lehrern getroffen, doch das zeige ich euch, sobald ich mich hier in den Keller begeben habe. Bis gleich! So, und jetzt hatte ich ja eigentlich darauf gesetzt und gehofft, dass ich halt meine paar Sachen, mein Müllkorb und so weiter in den Keller trage und dort halt diese physikalen Arbeiten durchführe. Jetzt hat sich herausgestellt, als ich hinuntergestiegen bin und mir die Situation so ein bisschen angeschaut habe, dass mir hier ein Debakel droht. Man kann sehen, hier befindet sich das Fenster oder eins der Fenster. Das ist jetzt die Perspektive oben aus dem Treppenhaus heraus. Ich möchte gerade noch nicht herausgehen, ich werde herausgehen müssen. Und zwar gibt es da eigentlich so einen Abfluss, aber irgendwie ist der verstopft, wahrscheinlich durch den ganzen Sand, der halt hier so mit heruntergespült wird. Und jetzt habe ich hier eine riesengroße Pfütze. Noch geht es natürlich nicht ins Haus hinein, zum Glück. Also mein Keller ist noch nicht irgendwie mit dreckiger Sandplörre überflutet. Aber so ein bisschen Angst habe ich doch davor. Jetzt schauen wir das hier auch nochmal von dieser Seite aus an. Aber so wie es aussieht, werde ich da jetzt erstmal ein bisschen graben müssen. Das wäre jetzt die Ansicht hier von außen. Und ja, da staut sich doch ein bisschen was an. Zum Glück ist der Keller so weit wasserdicht, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn das halt höher läuft, beziehungsweise komplett das Rohr verstopfen mit Sand, wäre schlecht. Da ist aktuell nämlich nur so ein Plastikrohr mit Löchern oben drin. Das kann man hier, kann man es noch ein bisschen erahnen. Also hier ist es noch nicht zugelaufen. Und hier um die Ecke herum, da liegt es komplett frei. Da kann man es noch viel besser sehen, da schaut es aus dem Boden heraus. Und wegen der Neigung halt geht das immer ein bisschen tiefer, also das Wasser fließt in diese Richtung ab. Und wenn wir da halt uns irgendwie eine Verstopfung einfangen, dann wäre das eher nicht so gut. Und, oh, jetzt wäre ich fast ausgerutscht. Und dementsprechend muss ich da jetzt mal gucken, dass ich das Rohr hier frei bekomme, beziehungsweise überhaupt finde. Das Hauptproblem ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo das sitzt. Ich habe da schon von unten ein bisschen rumgestochert, aber es erstmal nicht finden können. Und jetzt muss ich mal ein Werkzeug finden. Ich habe hier leider keine Schaufel oder so vor Ort. Und muss mir das jetzt mal aus der Nähe im Detail nochmal anschauen. So, hier jetzt nochmal der Anblick von unten aus dem Kellerfenster selbst heraus. Und man kann sehen, das Wasser steht hier halt großflächig am Fenster an. Da ist schon noch Platz bis zur Oberkante des Fensters hier. Aber
Das kann nicht gut sein, wenn so viel Wasser sich hier sammelt. Vor allem halt, wenn sich das Rohr zusetzen würde mit Dreck, mit dem Schlamm, mit dem Sand hier, dann haben wir ein ganz anderes Problem, auch mit den anderen Fenstern. Und jetzt muss ich einfach mal schauen. Das Problem ist halt, ich habe hier schon ein bisschen, ich habe hier leider keine Schaufel da. Und ich bin mir nicht sicher, wo dieses Rohr sich befindet. Und ich habe schon mal versucht, das hier zu finden, zu ertasten. Aber hatte soweit kein Glück. Und muss jetzt mal sehen, dass ich das da irgendwie frei bekomme. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das eigentlich hier irgendwo sein. Aber dort ist weit und breit kein Rohr zu erfüllen, zu ertasten. Hier ist irgendwas Hartes. Ob das ein Rohr? Ne, das kann auch kein Rohr sein. Na gut, ich spiele hier mal ein bisschen herum und hoffe, dass ich das hier in den Griff bekomme. Bis dann. So, mittlerweile habe ich hier sogar Hilfe und das Rohr sitzt tiefer als erwartet und setzt sich immer wieder mit Sand zu. Es wird echt spannend, hier das ganze Wasser hier loszuwerden. So, und das Problem, wie sich herausgestellt hat, ist viel größer als angenommen. Und ja, jetzt wird es langsam kritisch, beziehungsweise aus meiner Sicht kritisch. Das Rohr selbst haben wir jetzt freigelegt, den oberen Teil des Rohrs mit diesen vier Einbohrlöchern. Dann haben wir da ein bisschen rumgestochert und haben festgestellt, dass das Rohr selbst zugesetzt ist. Und das würde heißen, also all die drei Rohre, die hier drumherum herumgehen, sind halt miteinander verbunden und fließen alle hier entlang ab und dann da Richtung Zisterne, beziehungsweise an der Zisterne vorbei, Richtung Schmutzwasserstadt. Aber hier ist halt die Stelle, die verstopft ist, und wenn das hier nicht abfließen kann, dann wird das Wasser immer weiter steigern. Diese ganze Senke hier wird sich füllen mit Wasser, und das müssen wir jetzt irgendwie verhindern. Jetzt müssen wir das erstmal trockenlegen und ja, dann mal schauen, ob wir das Rohr frei bekommen. Das ist gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe heute, leider. So, ich bin jetzt hier nochmal kurz nach Hause, also in mein Elternhaus gefahren. Hol mir hier jetzt noch ein bisschen besseres Equipment ab. Das hatte ich jetzt nicht dabei. Also insbesondere halt Gummistiefel, um da wirklich mal absteigen zu können, ohne sich komplett einzusauen. Und auch irgendwie eine Regenjacke und ein bisschen, ich hoffe, hier irgendwie so eine Spirale finden zu können für Verstopfungen irgendwie, weil ich muss den Sand, die Verstopfung da gelöst bekommen. Und das Hauptproblem aktuell ist halt, dass ich das alles nicht auf der Baustelle hatte. Ich habe mich jetzt hier auf einen ruhigen Lötabend eingestellt und nicht hier auf irgendwie wilde Aktionen bei blödem Wetter. Ich bin mir auch nicht sicher, der Wetterbericht sagt für morgen dann irgendwie auch ein bisschen Regen voraus. Vielleicht wäre es auch gut gegangen und das Wasser würde nicht bis übers Kellerfenster in den Keller reinlaufen. 10 cm Puffer war daher noch oder so, aber ist mir gerade ein bisschen zu heikel, deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher und versuche das Problem zu lösen. Ich hoffe, wir kriegen es diesen Abend noch gelöst. Das ist halt Sonntagabend, da kann ich jetzt auch nicht irgendwie den Bautrupp da anrufen und stören. Das wird jetzt auch nicht auf besonders viel Gegenliebe und Verständnis stoßen. Insofern müssen wir das jetzt versuchen, in eigener Hand zu lösen. Jetzt bin ich mal kurz hier am Hin- und Herfahren und melde mich dann wieder vor Ort von der Baustelle, denke ich mal. Bis dann. Und wer sucht, der findet. Ich habe jetzt hier tatsächlich ein paar alte Gummistiefel gefunden. Eine Jacke, die mich hoffentlich irgendwie ein bisschen trocken hält. Und vor allem halt auch so eine Spirale, eine längere. Das ist hier so mit Griff, mit so einer Spitze vorne. Und vielleicht kriegen wir dann die diese Sandverstopfung irgendwie gelöst. Jetzt mal wieder auf dem Rückweg, muss noch kurz noch weitere Hilfe einsammeln und melde mich dann von der Baustelle. Bis dann. So, mittlerweile wieder auf der Baustelle. Und wir sind hier am Rohr suchen und entstopfen. Aber da steht nach wie vor alles unter Wasser. Wir müssen jetzt erstmal den Deckel da entfernt bekommen. Und dann die Verstopfung lösen mit den Spiralen, die wir hier so mitgebracht haben. Kriegst du den Deckel weg? Nein. Klemmt, oder?
nach 20 Minuten Graben hier haben wir das jetzt geschafft, das frei zu bekommen. Das ging echt sehr tief. Also wir hatten unseren Arm irgendwie bis zur Schulter da drinnen in diesem blöden Abflussrohr. Das ging dann zwei Kurven rum, die waren völlig verstopft. Wir konnten dann mit Einsatz der Spirale und mit durch Entfernen des Sandes, den haben wir dann immer wieder in den Eimer rein, den Eimer dann irgendwie ausgeschüttet und dann hat es einen Ruck getan und das Wasser ist weggeflossen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten, schauen, dass wir das freikriegen für heute Abend, über die Nacht über zumindest. Und morgen muss man das mal die Gesamtsituation hier verbessern. Yay! So, das war's jetzt für heute erstmal an der Stelle. Ich bin klatschnass, wie man jetzt hier alle in allen trotzdem 2-3 Stunden im Regen gestanden. Mit allen Aktionen hin und her fahren und so weiter. Letztendlich für heute ein Happy End. Das Rohr ist frei. Hier befindet jetzt eben kein Wasser mehr. Leider, ja, man sieht es jetzt nicht mehr richtig. Ich habe jetzt hier keine Möglichkeit mehr, das zu beleuchten. Ich habe die Beleuchtung eben abgestellt. Das reicht jetzt für heute, haben wir das so gelöst, dass wir da jetzt ein paar Steine noch drauf gestellt haben. Einfach um zu verhindern, dass jetzt hier sich weiterer Sand in das Rohr hineinbegibt und das Rohr wieder zusetzt. Letztendlich, der Abend war sowieso ganz anders geplant. Wir wollten hier eigentlich, oder ich wollte hier eigentlich die Kellergeschossfenster eben fertig machen mit den Fensterkontakten. Das wurde jetzt dann irgendwie zu einer Tiefbaumission und die ist jetzt glücklicherweise gut verlaufen für heute und man muss sich jetzt eben mal anschauen, die Gesamtsituation, wenn das Wetter wieder besser wird bei Tageslicht, ob man hier nicht überhaupt irgendwas noch ändern will, soll, muss, ob da die Winkel nicht passen, ich habe keine Ahnung, das gefällt mir nicht, dass das bereits im zweiten Monat sich zugesetzt hat, aber gut, weiß drum, ich habe jetzt kann ich ruhig schlafen, ohne die Angst da haben zu müssen, dass das sich jetzt hier über Nacht irgendwie der Keller mit Schlamm oder mit Wasser füllt. Insofern alles gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.